Grüß aus der Hauptübung. Schön, dass er fast vollzählig ist. Ja, ich freue mich, dass er da ist. Für die Hauptübung. Die Kader haben die Übung schon vorbereiten können. Machen einfach das, was ich noch sage. Dann kommt es gut. Ich gehe jetzt drüber. Ich begrüße euch jetzt hier, begrüßen, weil denen nicht den ganzen Rest noch begrüßen. Und ja, ich wünsche euch eine gute Übung. Viel Spass. Rand auf Bettle, 20 über Bettle ausrücken. Es war eigentlich gut gewesen, so wie es ist, weil alles das, was wir Feuerwehr zusammen erlebt, Kollegialität, Böckianer, die eigentlich aus dem Ganzen sind, ist daraus entstanden, Leute, die es auch nebst der Feuerwehr sehr gut hat. Das schätze ich eigentlich wirklich sehr und ich bin eigentlich auch froh, bin ich dann gezwungen worden, in die Feuerwehr müssen zu kommen. Im Nachhinein sind ganz viele Sachen eigentlich aufgrund von dem dazugekommen, was es sonst nicht hätte gegeben. Also mir gefällt an der Feuerwehr, jetzt das Betteln vor allem, dass man es gut hat in der Gruppe. Mir wird sehr offen aufgenommen und man kann auch immer fragen, wenn man etwas nicht weiss und es wird einem immer geholfen. Also, ich denke, ich würde nochmal in die Feuerwehr gehen, wenn ich die Chance
Chance nochmal habe, zum entscheiden. Ja. Also am Anfang habe ich es eher so aus Pflicht angeschaut. Man muss oder sollte fast in die Feuerwehr gehen, wenn man gesund und fit ist und so weiter. Habe das dann am Anfang relativ noch so ein bisschen, ja, olympisch angeschaut. Mit der Zeit nachher, musste ich sagen, habe ich das aus Dienst an der Gesellschaft angeschaut. Ich habe das nie aus Verein oder aus Hobby angeschaut. Ich bin sehr, sehr gerne in die Feuerwehr gegangen. Man lernt sehr, sehr viel.